Familie ist keine immer gleiche Lebensform, sondern überall dort, wo Menschen füreinander da sind und stetig Verantwortung übernehmen. Längst sind feste Beziehungen jenseits der Ehe sozial respektiert. Für verheiratete Paare ist automatisch eine soziale Basis gelegt. Durch den Solidarvertrag Ehe ist es für sie vergleichsweise einfach, sich ihrer Rechte zu versichern und Pflichten, die aus dem Zusammenleben erwachsen, einzufordern. Dies gilt auch nach einer Trennung. Aber nicht allen festen Beziehungen steht die Ehe offen. Unverheiratete Paare und Wahlverwandtschaften, die sich gegenseitig und dauerhaft Unterstützung gewähren wollen, müssen sich bisher über individuelle Verträge und Vollmachten absichern. Tun sie das nicht, erwachsen daraus häufig Nachteile. Genau das soll der Pakt für Zusammenleben, kurz PATZ genannt, ändern. Er sichert Solidarität jenseits der Ehe, indem zwei Menschen ihr Zusammenleben rechtlich absichern können. Wer für andere sorgt, tut dies oft unentgeltlich, verzichtet nicht selten auf Einkommen und berufliche Entwicklung. Gegenwärtig sind davon in unserer Gesellschaft besonders Frauen betroffen. Wer zusammen, aber nicht verheiratet ist, hat heute automatisch Pflichten, wenn es zum Beispiel um die Anrechnung des Einkommens in einer Bedarfsgemeinschaft geht. Automatische Rechte gibt es nicht. Der PATZ will das grundlegend ändern. Rechtliche Absicherung, Ausgleich für geleistete Sorgearbeit und den damit oft einhergehenden Verzicht auf Einkommen und Karriere, Unterstützung im Alltag und Klarheit bei der Auflösung familiärer Beziehungen jenseits von Ehe und Elternschaft werden damit einfacher geregelt. Wer dauerhaft für andere da ist und sich um jemanden sorgt, verdient die Unterstützung der Gesellschaft. Der PATZ gewährleistet ein Auskunfts- und juristisches Vertretungsrecht und das Recht, die Auskunft zu verweigern, das Recht auf gegenseitigen Unterhalt, solange der PATZ in Kraft ist, erhöhte Steuerfreibeträge für Schenkungen innerhalb der Partnerschaft und für den Erbfall, die Möglichkeit, das zu versteuernde Gesamteinkommen zu gleichen Teilen auf beide Personen zu verteilen, die Möglichkeit eines Rentensplittings, wenn beide Personen einverstanden sind. Dies bedeutet, dass die Ansprüche auf Rente, die während der Dauer des PATZ erarbeitet werden, geteilt werden können. Nach der Trennung einen einmaligen finanziellen Ausgleich von Vermögenswerten. Darin sind Sorgeleistungen und Arbeitsleistungen enthalten, die für die Partnerschaft erbracht wurden. Es ist in beiderseitigem Einvernehmen auch ein Zugewinnausgleich möglich, wenn dies bei Beginn vereinbart wurde. Wer das Leben gemeinsam gestalten will, ohne verheiratet zu sein, braucht Sicherheit. Diese Sicherheit bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Wer unentgeltlich Sorgearbeit leistet, wer auf Vollzeiterwerbstätigkeit verzichtet und dadurch weniger verdient oder erwerbslos ist, soll wissen, dass daraus keine Nachteile erwachsen. Der Pakt für das Zusammenleben ist gelebte Solidarität.